Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, vor allem auch an Herrn Faber für die Einladung. Ich muss gestehen, ich bin das erste Mal in Trier. Ich habe mir gestern auch die Stadt mal ein bisschen angeschaut, weil der Weg ist nicht gerade kurz vom Süden, von München bis hierher und die Vernetzung auf der Schiene nicht so besonders gut. Umso wichtiger ist es, dass wir ansonsten ganz gut vernetzt und mobil sind, im Zug arbeiten und was für ein Wunder, da sind wir auch gleich beim Motto. Jetzt muss ich hier natürlich noch starten, sonst ist das nicht sinnvoll. So, nämlich vernetzt, kompetent, mobil. Meine Vorredner haben ja schon einiges Grundsätzliches gesagt. Ich knüpfte eigentlich ziemlich nahtlos an mit grundsätzlichen Überlegungen. Das Tagungsmotto selber klingt ja auch sehr optimistisch und mit Ausnahme mal des Finanzproblems klang auch der Optimismus bei meinen Vorrednern schon ganz gut durch. Wahrscheinlich erwarten Sie jetzt auch einen entsprechend optimistischen Einführungsvortrag. Sie müssen sich keine Sorgen machen, also ich werde nicht Pessimismus verbreiten, aber wie Herr Faber schon geahnt hat, obwohl wir es gar nicht abgesprochen hatten, möchte ich doch auf ein paar Fallstricke in der mobilen und vernetzten Welt hinweisen, Fallstricke vor allem, in die wir meiner Beobachtung zufolge vor allem dann tappen, wenn wir genuin didaktische Aufgaben in der Hochschullehre aus den Augen verlieren. Wie einigen von Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, steht auf Flyern und Postern zur Tagung ein anderer Titel als der, den Sie jetzt hinter mir an der Wand und auch auf den Webseiten sehen. Das ist dem Prozess der Manuskriptgestaltung, Redegestaltung zu verdanken, aber ich denke mal, Sie sind da flexibel genug, um diesen Schwenk jetzt mitzugehen, der auch das alte angekündigte Thema durchaus beinhaltet, aber eben darüber hinausgeht. Ja, lassen Sie mich gleich beim Titel bleiben. Tablets, Apps und das Internet der Dinge, das sind drei. Insgesamt 6 Technologien, die Experten im aktuellen Horizon Report für den Bereich Higher Education als zukunftsfähig und einflussreich für die Hochschulbildung identifiziert und beschrieben haben. Inzwischen, seit ein paar Jahren wird er auch auf Deutsch übersetzt und hat doch eine ziemliche Bedeutung für den Hochschulbereich. Die Beispiele, die das verdeutlichen sollen in diesem Horizon Report, die klingen ungefähr so. Ich habe mal nur ein paar rausgeholt. Mit der iPrinceton-App zum Beispiel können Studierende Neuigkeiten aus Sport und Lehre in ihrer Hochschule abrufen. An der University of Virginia kann der Campusplan von jedem personalisiert werden. iPads statt Lehrbücher gibt es aktuell an der University Adelaide. Und an der Universität Valparaiso haben Absolventen ein interaktives Magazin für Tablets entwickelt, in die man Foto- und Videogalerien einbetten kann. Einzelne Universitäten haben inzwischen auch Gebäude, an den USA vor allem, in denen mehr Frischluft in den Unterrichtsraum mittels Kohlendioxidsensoren kommt und angegliederte Museen etwa können ihre Exponate bereits über ein Radio-Tracking-System überwachen, dank des Internets der Dinge. Das sind nur ausgewählte Beispiele, Sie können es selber nachlesen, der Report ist online zugänglich. Die Darstellungen im Horizon Report sind sehr interessant, ist also lesenswert. Es ist auch wirklich beeindruckend, was für technische Inventionen in den letzten Jahren von sich Rede gemacht haben und wen fasziniert es nicht. Sie haben auch vorhin Ihr iPhone hochgehalten oder ein anderes Smartphone, das Antippen und Wischen inzwischen ausreicht, um Befehle zu geben und auch Hand- und Körperbewegungen werden Computer aller Art sicherlich relativ bald steuern. Von einigen Ausnahmen mal abgesehen haben aber die Darstellungen im Horizon Report für den Hochschulbereich nur am Rande mit didaktischen Aufgaben in der Lehre zu tun. Was dominiert, sind zahlreiche Beispiele für neue Hardware, kreative Software, neuartige Schnittstellen vor allem. Der Nutzen etwa für den Hochschulservice, auch das wurde heute von meinen Vorrednern schon genannt, oder auch für die Forschung, leuchtet relativ rasch ein. Um jedoch die Frage zu beantworten, wie man damit auch die Hochschullehre, also wirklich das Lernen und Studieren konkret verbessern kann, dazu braucht man schon einiges an Fantasie. Diese Fantasie aber, die bringen wir offenbar gerne auf. Wenn es um Lehren und Lernen mit digitalen Medien geht, dann scheinen wir immer wieder so beide Augen zuzudrücken und wir gewähren den Entwicklungen, finde ich, einen erstaunlichen Geduldsbonus. Warum? Nun, Rolf Schulmeister, ich glaube, einer so der wichtigsten, vor allem auch kritischen Redner in dem Bereich und Autor, hat darauf eine Antwort. Bereits Mitte der 90er Jahre und nochmal vor einiger Zeit hat er es so formuliert. Der Computer enthält in sich ein Versprechen auf die Zukunft. Mit einem Versprechen auf die Zukunft lässt sich so manches Defizit ja ganz gern kompensieren. Das wird schon, das sind ja erst die Anfänge. Rein technisch betrachtet scheinen diese Selbstbeschwichtigungen durchaus gerechtfertigt.
ungelenke Anwendungen, die zuerst nur so die digitale Avantgarde ausprobiert, die mausern sich inzwischen immer schneller zu solchen, die dann auch für den Massenmarkt tauglich sind. Aber was ist mit der didaktischen Nutzung für den Hochschulbereich? Können wir in gleicher Weise darauf vertrauen, dass es schon wird? Nun, mit der Didaktik, speziell mit der Hochschuldidaktik, ist das so eine Sache. Das gilt natürlich jetzt wiederum mal nicht für Sie, die Sie hier sind, da Sie sich mit Ihrem Dasein ja schon als jemanden charakterisieren, der sich für die Hochschuldidaktik interessiert. Allerdings ist es nicht überall so. Also wenn der Computer in sich ein Versprechen auf die Zukunft enthält, dann gilt für die Didaktik eher, und ich rede jetzt von der Hochschuldidaktik, nicht vom E-Learning, obwohl es natürlich miteinander zusammenhängt, dass die Didaktik eher in sich eine Enttäuschung aus der Vergangenheit enthält. Das Gros der Hochschullehrer jedenfalls erwartet eher wenig oder nichts von der Hochschuldidaktik. Sprechen Sie mal mit Ihren Kollegen, die was ganz anderes machen. Oder Sie erwarten etwas, was die Didaktik nicht bieten will, zum Beispiel Verpackungskunst oder Effizienzsteigerung. Wie auch immer, während man die technischen Entwicklungen eher beeindruckend findet, so im Allgemeinen halt jetzt, und an das ihnen liegende Versprechen glaubt, oder halt auch nicht, rufen didaktische Entwicklungen in der Regel weder besonderes Interesse noch Hoffnung oder gar Visionen hervor. Sie dürfen nicht vergessen, immer wenn Sie sich treffen, dann sind Sie unter Interessierte, aber Sie sind eine kleine Gruppe in Bezug auf das Gros der Hochschullehrer. Möglicherweise führt genau diese Kombination aus Technikbegeisterung und Didaktikfrust dazu, dass Strategien für Innovationen im Hochschulbereich vor allem die Richtung von der Technik zum Lehren und Lernen einschlagen. Man identifiziert und beschreibt technische Inventionen, die man, wofür auch immer, in Bildungskontexten wie der Hochschule prinzipiell einsetzen kann. Und dann sucht man nach Anwendungen für Lehren und Lernen oder entwickelt welche, in der Hoffnung oder auch mit dem Versprechen, dass daraus didaktische Innovationen hervorgehen. Nach diesem Prinzip verfährt eben auch der Horizon Report. An den Hochschulen ist ein solcher Weg in gewisser Weise plausibel. Man nehme Nutzungsszenarien aus dem Konsumentenmarkt und probiere sie in der Hochschule aus. Wurde vorhin ja auch ein Beispiel genannt. Wenn die Bahn Apps anbietet, damit ich mich über Verspätungen informieren kann, na klar, es liegt nahe, dass ich mich dann mit Apps auch informieren will, ob meine Veranstaltung ausfällt oder ob die Klausur daneben ging. Wenn ich meine Krimis in den Urlaub platzsparend auf einem E-Book mitnehmen kann, ja, liegt es nahe, dass ich auch Lehrmaterial via E-Book-Reader lesen möchte. Wenn ich über mobile Geräte meine Freundschaftsbeziehungen pflege, liegt es nahe, dass ich zur Kooperation im Seminar auch Smartphones oder Tablets verwenden will. Wenn ich mir zumindest das jetzt ein bisschen weiter weg vorstellen kann, dass mein Kühlschrank demnächst weiß, wann ich Milch kaufen muss oder die sogar selber bestellt, dann kann ich mir auch ausmalen, jenseits des Lochers, ja, wie der Unikopierer in eine Nahkommunikation mit meinem Handy tritt. Die Liste ließe sich gut fortsetzen, aber jetzt schauen wir mal genau hin, wie viel hat das mit didaktischer Innovation zu tun? Wohl eher wenig, meine ich. Vielmehr handelt es sich um eine Übertragung von bekannten Nutzungsszenarien auf einen neuen Kontext oder anders formuliert, man setzt hier sehr stark auf analoges Problemlösen. Nun ist analoges Problemlösen natürlich keineswegs schlecht. Im Gegenteil, es ist ein Weg, um zu kreativen Lösungen zu kommen. Nur darf man dabei folgende Fragen nicht vergessen: Wo genau ist denn das Problem, das man beispielsweise via Apps, Tablets und dem Internet der Dinge lösen will? Und wo sind genau die analogen Beziehungen zwischen Konsum und Unterhaltung einerseits und Lernen und Bildung andererseits? Vielleicht also müsste man die Denkrichtung auf den Kopf stellen, nicht erst technische Inventionen identifizieren und beschreiben und dann nach didaktischen Anwendungen suchen, sondern umgekehrt, erst Probleme und Anforderungen beim Lehren und Lernen identifizieren und beschreiben und diese dann mit technischen Inventionen abgleichen. Auch eine solche Strategie ist irgendwie plausibel. Man verbleibe im didaktischen Raum und schaue nur dann gezielter über den angrenzenden Zaun zum Technologiemarkt, wenn einem eine passende Anwendung geradezu ins Auge fällt. Eine solche Denkrichtung vom Lehren und Lernen zur Technik hat Vorteile. Zunächst einmal ist es risikogeringer, dass man vor allem Ideen produziert, die an den eigentlichen Aufgaben von Lehren und Lernen mehr oder weniger vorbeigehen. Zudem würde man der Gefahr vorbeugen, das didaktische Rad mehrmals neu zu erfinden. So manches Lehrkonzept, das man als neu verkauft hat, weil es im Gewand einer neuen Technik daherkam, hätte man schon eher und vielleicht besser mit Blick auf bestehende didaktische Erkenntnisse kreieren können. Im günstigsten Fall steigt auch die Chance, neue Geräte und Software aus didaktischer Perspektive mitgestalten zu können.
Die Didaktik käme so aus ihrer reaktiven Rolle heraus und in eine proaktive hinein. Aber es gibt einen Haken, auch an dieser Strategie. Man löst hier Probleme weniger analog als deduktiv und verharrt dann womöglich zu sehr bei dem, was man schon kennt und gewohnt ist, was die Didaktik an Aufgaben und potenziellen Herausforderungen quasi vordefiniert hat. Zudem, und das meine ich, ist besonders gravierend, bleibt die Technik ein Fremdkörper, der sich nicht einschätzen lässt und letztlich Angst macht. Norbert Bolz zum Beispiel bezeichnet vernetzte Computer als unsere Profiler, die unaufhörlich daran arbeiten, uns zu analysieren und zu kontrollieren. Nach dieser Deutung und vielen anderen, die ähnlich aufgebaut sind, enthält der Computer in sich weniger ein Versprechen auf die Zukunft, vielmehr enthält er so gesehen eine Drohung für die Gegenwart. Er bedroht unsere Freiheit und Privatheit, denken Sie an die ganze Diskussion um soziale Netzwerke wie Facebook, schaltet uns gleich und liefert uns dem ungehemmten Markt aus. Und wer schützt uns vor dieser Bedrohung? An der Stelle würde ich jetzt so gern die Didaktik nennen, damit die Symmetrie gewahrt bleibt. Würde die Didaktik in wundersamer Weise auf einmal eine Hoffnung für die Zukunft in sich enthalten, würde uns das vielleicht sogar die Enttäuschungen aus der Vergangenheit vergessen machen. Leider ist es an dieser Stelle komplizierter. Es kommt nämlich jetzt ganz darauf an, welche Erfahrungen eben zum Beispiel Hochschullehrer mit der Didaktik gemacht haben. Mal wird sie dann zu Komplizin im Angriff gegen die Freiheit, mal zu Gehilfin für deren Verteidigung. Ziehen wir an der Stelle mal ein kurzes Zwischenfazit. Das Verhältnis zwischen Technik einerseits und Lehren und Lernen andererseits ist an der Hochschule prinzipiell offen erstmal. Ebenso offen ist, wie man die Potenziale des Computers und der Didaktik für die Hochschullehre deutet. Für die einen enthält der Computer in sich ein Versprechen auf die Zukunft, für die anderen eher eine Drohung für die Gegenwart. Für die einen enthält die Didaktik in sich eine Enttäuschung aus der Vergangenheit und für ein paar vielleicht auch eine Hoffnung für die Zukunft. Es kann nicht verwundern, dass daraus entgegengesetzte Strategien resultieren, wenn es um Innovationen für die Hochschullehre geht. Die Strategie von der Technik zum Lehren und Lernen beglückt die Hochschulen mit beeindruckenden Anwendungen. Die aber schießen unterschiedlich weit an didaktischen Zielen vorbei. Die Strategie vom Lehren und Lernen zur Technik dagegen liefert den Hochschulen sicher ein paar kluge didaktische Ideen. Gleichzeitig aber verliert sie den Anschluss an Technologien, die anderswo unser Leben längst geprägt haben. Die Frage liegt jetzt natürlich nahe, ob sich die beiden Strategien nicht sinnvoll kombinieren und extreme Haltungen gegenüber Technik und Didaktik auf diese Weise vermeiden ließen. Ein sowohl als auch das haben wir ja schon gehört vorhin, das hört sich vielleicht, oder nicht nur vielleicht, das hört sich doch vernünftig an. Und es gibt ja auch viele Beispiele für Lehr-Lern-Szenarien, die mit didaktischem Sachverstand und unter Exploration technischer Neuerungen entstanden sind. Dafür ist der heutige Tag ja auch beispielsweise da, um die zu zeigen. Auf Tagungen und Kongressen, eben auch heute, kann man diese immer wieder bestaunen. Staunen kann man aber auch darüber, dass diese Beispiele meist Projekte sind, zeitlich begrenzt bleiben und dann auch noch von verschiedenen Seiten kritisiert werden, entweder weil sie vielleicht didaktisch oder technisch ein alter Hut sind und man muss immer noch Auszeichnungen dafür geben, weil ein Mitarbeiter einmal Facebook in Seminaren einsetzt, sage ich jetzt mal ganz provokant. Wo liegt also unser Problem? Warum will das nicht so recht und vor allem nicht flächendeckend gelingen, didaktische Innovationen im Einklang mit technischen Möglichkeiten zu schaffen, die den Lehralltag nachhaltig verändern? Meine These ist, dass bei diesem Thema nach wie vor zu wenig Pragmatismus und zu viel Ideologie im Spiel ist. Mit Pragmatismus meine ich jetzt hier keineswegs eine hemdsärmelige "Schauen wir mal, was geht und gebraucht wird" Mentalität, sondern eine konsequente Orientierung am praktischen Handeln. Und mit Ideologie meine ich nicht nur den missionarischen Eifer von Technikaposteln oder selbsternannten Bewahrern der individuellen Autonomie, sondern auch methodologische Engstirnigkeit in der wissenschaftlichen Forschung. Bleiben wir zunächst beim praktischen Handeln und konzentrieren wir uns auf das Handeln der Lehrenden an den Hochschulen. Immerhin sind ja Sie die wichtigen Akteure, wenn es um Innovationen in der Lehre geht, natürlich zusammen mit den Mitarbeitern, wenn sie als Lehrende tätig sind. Vereinfacht gesprochen bin ich als Hochschullehrer oder generell als Lehrender mit drei didaktischen Imperativen konfrontiert. Ich stehe vor der Herausforderung, Wissenschaft zu vermitteln, Studierende zu aktivieren, sich mit Wissenschaft auseinanderzusetzen und sie in dieser Auseinandersetzung zu betreuen. Dazu kommt noch die Prüfung. Das Assessment ist eine besonders diffizile Anforderung, auf die ich jetzt in dem Vortrag nicht weiter eingehe, weil es ein Thema für sich ist.
Diesen drei didaktischen Imperativen kann man als Lehrender in ganz unterschiedlicher Form nachkommen. Ich kann Vermittlung, Aktivierung und Betreuung nicht nur verschieden gewichten, sondern auch sehr variabel gestalten. Heraus kommt eine Vielzahl didaktischer Szenarien. Es scheint nur so, dass man in der Hochschullehre halt Vorlesungen hat, Übungen, Seminare und Kolloquien, dass sich das darin erschöpft und jeder darunter das Gleiche versteht. Genau das aber ist sicherlich nicht der Fall. Das werden auch die Beispiele heute Nachmittag bestimmt zeigen. Sehen wir uns die Vermittlung an. Wissenschaftliche Inhalte werden meist sprachlich vermittelt, als Lehrbuch, wissenschaftliche Zeitschrift, Redebeitrag, wie jetzt hier, oder als Audioprodukt. Zudem haben wir Text-Bild-Kombinationen, Videos, Infografiken, Animationen und so weiter. Die Vermittlungskomponente des Lehrens befindet sich in einer paradoxen Situation. Wer heute didaktisch was auf sich hält, wettert gegen jede Form von Vermittlung, weil diese von gestern da und daher nicht zukunftsfähig sei. Gleichzeitig aber dominiert an Hochschulen nach wie vor der vermittelnde Stil, leider oft als Dauerberieselung in wenig erbaulicher Qualität. Weil aber, und ich spreche jetzt von der pädagogisch-didaktischen Community, offenbar nicht sein kann, was nicht sein darf, mangelt es an konkreten didaktischen Empfehlungen, wie man Vermittlungsprozesse wirksam gestalten und vernünftig in didaktische Szenarien einbauen kann. Gleichzeitig, und das ist das Interessante, haben sich immer schon erstaunlich viele technologische Neuerungen bei genauerem Hinsehen vor allem auf die Vermittlung bezogen und tun es auch heute noch. 1995, also vor inzwischen 17 Jahren, hat die Gesellschaft für deutsche Sprache Multimedia zum Wort des Jahres gekürt. Also die Jüngeren werden sich daran nicht erinnern, aber wir schon. Multimedia und insbesondere interaktive Darstellungen haben dann in der Tat die Vermittlung auch in den Hochschulen stark beeinflusst, vor allem in den naturwissenschaftlichen Disziplinen. Heute sind es vor allem Vorlesungsaufzeichnungen auf Audio- und Videoplattformen, die man auch mobil empfangen kann. Dazu kommen E-Book-Reader und Tablets, mit denen wir nicht nur lesen, sondern die wir eben auch schreiben und zum Beispiel uns auch dann mit anderen vernetzen können. Technologien dieser Art verändern vor allem den Zugang, und das haben auch schon Vorredner kurz erwähnt, die Verbreitung und die Nutzungsmöglichkeiten von Inhalten. Wer aber entwickelt die Inhalte? Wer wählt sie aus und stellt sie in welcher Weise zusammen? Wer sequenziert und wer gestaltet sie so, dass auch Novizen einen Zugang zur Wissenschaft finden? Wie macht man das? Was muss man dazu über das Lesen, Zuhören, Betrachten wissen? Was über unser Gedächtnis und über unsere Fähigkeit zur Rekonstruktion von Wissen, wenn wir rezeptiv lernen? Darauf kann es keine Antwort aus dem Reich der Technik geben, logisch. Dazu brauchen wir psychologische, aber vor allem auch didaktische Erkenntnisse. Und erst dann, wenn wir diese mit den vielfältigen Möglichkeiten des Computers und seinem Versprechen auf die Zukunft verbinden, können wir auf echte Innovationen in der Vermittlung hoffen. Werfen wir einen Blick auf die Aktivierung, was genauso wichtig ist. Studierende zu aktivieren kann ja vieles heißen. Es kann heißen oder bedeuten, dass Studierende Möglichkeiten zum Üben und Trainieren einzelner Fertigkeiten erhalten. Es kann heißen, dass man Studierende anregt, Fälle zu bearbeiten, Probleme zu lösen, Projekte durchzuführen, eigene Artefakte zu schaffen und dabei als Einzelner, oft aber auch im Team und in der größeren Gemeinschaft tätig zu sein. Die Aktivierungskomponente des Lehrens befindet sich im Vergleich zur Vermittlung heute in einer eher komfortablen Situation. Anders als die Vermittlung ist sie sozusagen didaktisch erwünscht und auch didaktisch korrekt, mit Ausnahme vielleicht des Übens, was nach Drill and Practice klingt und entsprechend angestaubt. An Konzepten zur Aktivierung ist kein Mangel. Man werfe nur einen Blick in sowohl ältere als auch neuere Handbücher zur Hochschuldidaktik. Es mangelt eher nach einer nachvollziehbaren Ordnung und auch theoretischen Fundierung. Seit Mitte 2000, und das haben wir jetzt ja schon häufiger gehört, obwohl der Vormittag noch jung ist, bescheren uns immer wieder neue Web 2.0-Anwendungen nun auch die Basis für technische Umsetzungen verschiedener Aktivierungsmethoden, vor allem solchen, die auf die Selbstorganisation des Lernenden setzen. In Blogs etwa können Studierende selber ihre Studienergebnisse sammeln und reflektieren, damit es auch zum E-Portfolio. Wikis eignen sich zur kollaborativen Erstellung studienrelevanter Artefakte. Soziale Netzwerke, auch schon genannt, aber auch Microblogging-Dienste können zum Beispiel das Projektmanagement in Teamarbeiten bereichern. Nun, auch wenn es jetzt ein bisschen böse klingt, mag Gelegenheit zwar Diebe machen, das Web 2.0 jedenfalls hat aus Studierenden bislang keine neuen Menschen mit ganz unbändigem Forscher- und Produktionsdrang gemacht. Fast alle empirischen Studien zeigen nämlich in den letzten Jahren, auch das Web 2.0 wird doch eher rezeptiv, denn produktiv und wenn, dann vor allem zur Kommunikation und zur Alltagskommunikation genutzt. Paradox ist also letztlich auch die Aktivierungskomponente des Lehrens, wenn man sie in Verbindung mit digitalen Technologien sieht. Auf das didaktisch erwünschte und korrekte, nämlich selbsttätiges und autonomes Lernen, sind nicht alle
vielleicht auch nicht die meisten Studierenden sonderlich erpicht. Dafür hat es Gründe, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen kann. Auf mehr Zuspruch treffen eher einfache Aktivierungsmöglichkeiten im Frage-Antwort-Stil, zum Beispiel in Vorlesungen über Voting und Response-Systeme, neuerdings auch im App-Format. Ebenfalls beliebt sind Formen der Aktivierung, wie man sie in Simulationen und Spielewelten kennt, was allerdings dann auch sehr aufwendig ist. Und was mit einem selbstbestimmten Lernen, wie sich manche Didaktiker vorstellen, jetzt auch nicht so viel zu tun haben dürfte. Es ist ein bisschen so, als würde man mit großem Eifer ein raffiniertes Buffet bereiten, von dem die Gäste dann doch nur Brot und Butter nehmen. Kommen wir schließlich noch ganz kurz auf die Betreuung zu sprechen. Wem das zu unmündig klingt, kann auch gern Begleitung sagen. Gemeint jedenfalls ist, dass man Lernenden vor allem Feedback auf ihre Aktivitäten und Ergebnisse gibt. Dass man sie berät, wenn sie Fragen und Probleme haben, dass man sie ermutigt, bisweilen wohl auch drängt, aus Fehlern zu lernen, besser zu werden, dass man ihnen Kommunikationsangebote macht und zusätzliche Informationen gibt, wo das erforderlich ist, neben der Vermittlung und Aktivierung. Nicht immer, aber in vielen Fällen ist Betreuung eine individuelle Angelegenheit oder eine, die sich nur auf wenige zur gleichen Zeit erstrecken kann. Die Betreuungskomponente des Lehrens, die ist eigentlich im Punkto digitale Medien nicht sonderlich präsent. Sie ist vor allem in politischen Diskussionen präsent. Dort streitet man über Betreuungsrelationen, Curricularnormwerte, die, nur Klammer auf, aus Universitäten eine Art Kastensystem machen, in die man über die Disziplinzugehörigkeit quasi hineingeboren wird. Didaktisch wird die Begleitung von Lernenden vergleichsweise spärlich thematisiert. Und an der Stelle möchte ich nur auf eine Besonderheit aufmerksam machen. Egal, welche Art von Betreuung wir im Auge haben, sie ist aufgrund ihrer Tendenz zur Individualisierung schlecht, manchmal auch gar nicht skalierbar. Das heißt, eine Zunahme an Studierenden bedeutet immer auch eine Zunahme an erforderlichen Betreuungsressourcen. Das kann man durch digitale Technologien lindern, aber wegmachen kann man diese Tatsache dadurch sicher nicht. Wie man die Betreuung mit digitalen Medien jenseits von E-Mail, Chat und Videokonferenzen verändern und verbessern kann, dafür gibt es weder technisch noch didaktisch überzeugende Konzepte mit den ganz neuen Medien, die wir jetzt vor uns haben. Vereinzelte Versuche, zum Beispiel virtuelle Agenten zum treuen Begleiter der Studierenden zu machen, die hat man eigentlich relativ schnell wieder eingestellt. Ein aktuelleres goldenes Kalb sind die sogenannten Learning Analytics. Darunter versteht man Softwareanwendungen, die Lernerdaten sammeln und auswerten, auf dieser Basis die Unterstützung des Lernenden zu verbessern, zum Beispiel indem man dann die Lernangebote an individuelle Erfordernisse anpasst. Hier dürften jetzt nicht nur Technikskeptiker die Profiler wittern. Rechtsabteilungen und Rechenzentren deutscher Hochschulen werden zur Höchstform auflaufen, wenn dann ein Hochschullehrer auf die Idee kommen sollte, Learning Analytics im großen Stil zur Betreuung in der Lehre anzuwenden. Da muss man jetzt aufpassen, hier kommt der Horizon Report, wo das ja ausführlich drin ist, eben auch nicht aus Deutschland. Unabhängig davon ergibt es ohnehin nur dann einen Sinn, wenn es auf der Basis lernpsychologisch und didaktisch begründeter Entscheidungsmatrixen passiert. Es dürfte nicht trivial sein, festzulegen, aus welchen Lernerdaten, warum, was zu folgern und wie darauf zu reagieren ist. Halten wir an der Stelle nochmal kurz fest. Ich habe angesichts der eher aus meiner Sicht unbefriedigenden didaktischen Innovationslage für weniger Ideologie und mehr Pragmatismus plädiert. Ich habe vorgeschlagen, den Blick auf das praktische Handeln der Lehrenden und darauf zu richten, wie er mit den drei didaktischen Imperativen des Vermittelns, Aktivierens und Betreuens umgeht. Die kann er freilich nicht abhaken wie ein Einkaufszettel. Wir haben sie getrennt voneinander betrachtet, oder ich habe sie getrennt voneinander betrachtet, um sowohl mögliche Treiber für Neuerungen bei den digitalen Technologien als auch didaktische Erfordernisse zu erkennen. Die eigentliche Kunst aber besteht natürlich letztlich darin, Vermittlung, Aktivierung und Betreuung zu schlüssigen didaktischen Szenarien zu verbinden. Und hierbei nun helfen einem Apps, Tablets und das Internet der Dinge herzlich wenig. Wie soll die Struktur meines didaktischen Szenarios in Abhängigkeit von der Sache und den Lehrzielen denn genau beschaffen sein? Wie lässt sich das raumzeitlich umsetzen? Welche Abläufe resultieren daraus? Welche situativen Bedingungen gibt es zu berücksichtigen und so weiter? In einem gewissen Ausmaß kommt man als Lehrender nicht umhin, diese Frage immer wieder neu und selbst zu beantworten, denn pädagogische Situationen mögen einander ähneln, gleich sind sie natürlich nie. Freilich wäre es aber auch umgekehrt absurd, jeden Unterricht zu jeder Zeit neu zu erfinden. Das heißt, Lehrende brauchen Modelle, didaktische Modelle mittlerer Ebene. Karl-Heinz Flexig, ein Autor, der denjenigen bekannt ist, die schon lange im Didaktikgeschäft sind,
leider schon verstorben, hat sie Arbeitsmodelle genannt. Arbeitsmodelle sind nach Flexig Handlungs- und Planungsmodelle und sie enthalten zum einen solche Strukturbeschreibungen, also wo denn Vermittlung, Aktivierung und Betreuung und in welcher Gewichtung und auch Verlaufsbeschreibungen, also wann, über die Zeit und heute würde er sicherlich auch mit die Frage stellen, in welchen Räumen, physischen, virtuellen, wie kombiniere ich das? Zudem enthalten müssten solche Arbeitsmodelle Informationen enthalten über die Gestaltung der Lehrmaterialien, Inhalte, Gestaltung von Interaktionen, sachbezogenen Lernprozessen und auch zur Begleitung. Arbeitsmodelle sind in Flexix Augen gleichzeitig ein Element im Prozess der Entwicklung didaktischer Innovationen. Und genau darauf möchte ich ganz kurz am Ende meines Vortrags noch eingehen. Ich darf noch mal daran erinnern, erst technische Inventionen zu identifizieren und zu beschreiben und dann didaktische Anwendungen zu suchen, das ist die moderne Strategie, wie sie der Horizon Report verfolgt. Die hat bisher vor allem dazu geführt, dass sich der App Store füllt, die Kassen von Smartphone- und Tablet-Produzenten klingeln, Prototypen, tolle Prototypen für kommunizierende Objekte bestaunt werden können und ein paar Pioniere damit in der Lehre experimentieren, wie sie zum Beispiel auch heute wieder versammelt sind. Letztere, die experimentierenden Pioniere, sind wichtig. Wir brauchen sie, aber sie brauchen auch Unterstützung, sonst wird das nichts mit dem Versprechen, das der Computer in sich enthält. Erst didaktische Probleme und Herausforderungen identifizieren und beschreiben und sie dann mit technischen Inventionen abgleichen, das scheint eher eine Strategie von gestern zu sein, deren Vertreter mal gerne unterstellt, dass sie sich doch nur vor der Technik fürchten. In der Tat mag auch die Strategie nicht so recht überzeugen, vor allem dann nicht, wenn sie kaum weniger ideologiebehaftet ist als die der technisch euphorischen. Und doch brauchen wir auch sie, die didaktisch denkenden Pioniere und Problemlöser, die mit ihren didaktischen Ideen mutig handeln. All das reicht aber nicht. Wir brauchen auch eine didaktische Forschung. Wenn Innovationen für das Lehren und Lernen das Ziel sind, dann liegt vor allem eine Entwicklungsforschung nahe. Und eben Ende der 70er Jahre, schon eine ganze Weile her, hat der eben schon zitierte Karl-Heinz Flexig einen Leitfaden zur praxisentwickelnden Unterrichtsforschung geschrieben. Und das erste Kapitel trägt den Titel Praxisentwicklung als Innovation und Forschung. Ich würde es ein wenig abwandeln und sagen, Entwicklungsforschung als Innovation für die Praxis. Flexig hat mir das Buch, ein kleines Büchlein 2005 mit der Post geschickt. Er hatte einen Beitrag zur Design-Based Research von mir in der Unterrichtswissenschaft gelesen. Und ich habe das Buch damals gelesen, aber offenbar nicht richtig verstanden, denn ich habe es nur ins Regal gestellt. Zu Beginn dieses Jahres habe ich es zufällig wieder in der Hand gehabt und erst nach mehrmaligem Lesen wieder aus der Hand gelegt. Apps, Tablets und das Internet der Dinge waren ebenso wie der Horizon Report Ende der 70er Jahre noch in weiter Ferne. Didaktischer Innovationsbedarf aber bestand schon damals, das liest sich nämlich höchst aktuell. Und schon damals gab es die Einsicht, dass Produktinnovationen etwas anderes sind als soziale und damit auch didaktische Innovationen. Auch das formulierte auf mehreren Seiten, dass Forschung mit dem Ziel, Innovationen hervorzubringen, anders laufen muss als Forschung mit dem Ziel, Hypothesen zu prüfen und Theorien zu entwickeln. Entwicklungsforschung erzeugt prototypische Praxis und erbringt den Nachweis, dass diese prinzipiell möglich ist. Von daher sind technische wie didaktische Pioniere auch keine Spinner, sondern an der Hochschule Forscher. Allerdings müssen die auf ein paar wichtige Dinge achten, um auf Forscher auch anerkannt zu werden. Und das ist eigentlich auch ein bisschen mein Schlussplädoyer, weil da hakt es bei uns aus meiner Sicht in der wissenschaftlichen Forschung. Sie sollten nämlich auch historisch verfügbare didaktische Prinzipien und Methoden rationaler Argumentation nicht nur kennen, sondern auch zur Begründung der eigenen Arbeit nutzen, eben nicht das Rad immer wieder neu erfinden. Sie sollten sich in der Arbeit und mit ihren Ergebnissen verständlich mitteilen und letztlich Handlungsmuster für die Lehr-Lernpraxis liefern. Und im Prozess der Entwicklung sollten Sie erfahrungswissenschaftliche Methoden heranziehen. So jedenfalls lauten die Kernbotschaften der vier Prinzipien, die Flexig seiner Forschung für Innovation zugrunde gelegt hat. Und ich denke, die sind wirklich aktuell und die enthalten für mich vor allem auch ein Versprechen auf die Zukunft. Und ich freue mich auf ein paar Nachfragen und Diskussionen, falls noch Zeit ist, und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.